Heute wollte ich euch ein bisschen etwas über Stempel erzählen, und zwar selbstgemachte Stempel. Und ich wollte euch ein bisschen zeigen, wie ich denn das mache. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die ganz einfachen Möglichkeiten natürlich sind hier bestehende Gegenstände aus der Küche, die man hier nehmen kann und die man hier für etwas anderes benutzen kann. Wie man sieht, hier kann man kleine Kreise machen. Wenn man was Kleineres hat, geht das auch. Ja. Also es muss nicht immer extravagant sein. Es geht auch zum Beispiel auch mit einer einfachen Kreditkarte, die man dann hier so benutzt, um Striche zu machen. Also das ist die einfachste Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist ja das Altbekannte, die Kartoffel. Und damit es nicht einfach eine rote Kartoffel wird, ich habe die nicht gut geschnitten, das ist der Nachteil, die muss man wirklich flach schneiden. Aber die kann man dann auch benutzen, um hier Formen zu machen. Oder wie ich es hier gemacht habe, indem man eine Keksform heranzieht und die aus der Kartoffel rausschneidet. Also hier habe ich ein Männchen, das ich hier wegnehme, und den können wir dann nachher aufstempeln. Also das ist ziemlich das Althergebrachte, hat natürlich den Nachteil, dass man hier das nicht sehr lange halten kann. Aber grundsätzlich, ja, so, den habe ich wie gesagt nicht so schön. So, aber hier, ne, geht ja. Also es muss nicht immer kompliziert und teuer sein. Das ist jetzt mal das, was man mit einfachen Mitteln machen kann. Ein anderes, das auch leicht zu machen ist, ist mit einer Schnur, wenn ich meine Schnur finde. Ja, meine Schnur ist da. Ich habe auch schon Pappe bereitgestellt, und hier geht es darum, die Pappe großzügig mit Leim einzudecken. Irgendwie will das jetzt nicht, wie ich möchte. Okay, hier, doch, hier kommt es raus. Das ist kindersicher. Das ist so ein alter Leim von meiner Tochter. So, und ihr könnt dann einfach mit einer Schnur einfach eine Form machen. Also zum Beispiel so eine Spirale. Ja, das kann man relativ einfach machen. Und hier werde ich jetzt mal vielleicht auch abschneiden. Meine Schere. So, kurz abschneiden. Und dann trocknen lassen. Das lasse ich jetzt mal trocknen, und nachher werde ich euch kurz dann zeigen, wie das dann ungefähr aussehen kann. Also hier in Form einer Spirale. So, ich lege das jetzt mal drauf, und hoffentlich am Ende des Videos oder sonst mache ich noch ein Nachvideo, sehen wir, wie das aussehen könnte. So, das sind jetzt die einfachen Sachen. Ein bisschen, also schwieriger ist das jetzt nicht. Das ist jetzt Moosgummi. Und hier kann man einfach einen Stift nehmen, einen Kugelschreiber oder einen Gelstift. Ich habe jetzt mal einen Gelstift. Und hier könnt ihr einfach eine Form ins Moosgummi dann einzeichnen. Also hier mache ich zum Beispiel eine Blume. Also was ganz Einfaches. Das könnt ihr dann auch rausschneiden, damit die dann genau die Form hat. Könnt ihr dann auch auf Karton aufkleben. Also dass es genau die Form einer Blume hat, und dann
wird es auch wie ein Stempel wirken. Also ich habe das hier gemacht, ich habe das jetzt nicht ausgeschnitten, die Form, aber auch eingeritzt. Und ich hoffe, man sieht es gut. Dann seht ihr die Form. Also auch eine Möglichkeit. Und jetzt muss ich, glaube ich, ein bisschen aufräumen, weil sonst habe ich überhaupt keinen Überblick mehr. So, also das waren Möglichkeiten, die man ohne größere Kosten, Moosgummi hat man ja zu Hause, relativ schnell umsetzen kann. Ich werde euch zeigen, was ich benutze meistens. Und zwar habe ich zuerst hier mit Linol gearbeitet und hier verschiedene Formen ausgearbeitet. Das Problem ist, dass das sehr, sehr hart ist und wenn man es nicht genau flach hinlegt, dann lässt sich eigentlich schwer stempeln. Normalerweise benutzt man das ja mit einer Presse. Es gibt aber jetzt bessere Sachen und zwar habe ich hier eine Platte. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Ja. Ich habe rosene Platten, ich habe blaue Platten. Also es gibt sie zumindest in drei Farben, weiß ich. Hier eine weiße Platte. Das ist jetzt A5, würde ich sagen, und kostet 4,15 Euro. Das ist eines der günstigeren, die ich gesehen habe. Es ist, glaube ich, aber auch ein bisschen dünner als die anderen. Aber funktioniert einwandfrei. Und wie muss man sich das vorstellen? Also hier habe ich eine Form. Leider muss man ein bisschen was dazu kaufen. Das heißt, man muss so Schnitzelwerkzeug haben, um hier zum Beispiel diesen Vogel hier auszuschnitzen. Es gibt verschiedene Instrumente. Es gibt hier das Schneidegerät und es gibt auch ein feineres. Und das habe ich nämlich gerade gesucht, weil ich mag das am liebsten. Hier habe ich mir also einen kleinen Vogel genommen, eingezeichnet schon. Und den kann man hier mit meinem Gerät, mit diesem Schnitzergerät, einfach umranden. Und dann, also den werde ich, glaube ich, jetzt schnell euch zeigen können. Hier gehe ich einfach drumherum. Ich werde jetzt euch den Druck zeigen, ohne das fertig zu machen. Natürlich müsste ich jetzt ein bisschen weitergehen, also hier noch mehr wegschnitzen zum Beispiel und dann sogar rausschneiden, damit es genau die Form hat von meinem kleinen Vogel. Ups, das war jetzt, weil ich schnell sein wollte. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht reinschneidet, weil das sieht man natürlich sofort. Also ich zeige euch jetzt nicht, wie es zu Ende aussieht, aber das kann man jetzt, ich mache das einfach mit der Schere, kann man relativ schnell sowas machen und dann, wenn ich jetzt ein bisschen Farbe hier auftrage, dann werdet ihr sehen, dass man den Stempel dann auch sieht. Ja. Und den werde ich jetzt fertig machen, also ohne Video, und benutze ich dann bestimmt bei einem anderen Video. Ja, ist ja schön, wenn ich etwas mache, das dann auch sinnvoll ist, also nicht nur dann für die Tonne. So, das war so ein bisschen Überblick und ihr seht, ich habe da unterschiedliche Formen schon kreiert, Spiralen, Bäume, also Sachen, die ihr auch schon gesehen habt natürlich auf meinen Videos, meine Blumen, die ich liebe, hier einfach verschiedene Formen. Also man kann sich richtig, richtig austoben. Das ist jetzt auch eine Blume, eine Form, eine kleine Eule. Meine Tochter hat das gemacht, ein kleines Herzchen, zwei kleine Herzchen. Also wie gesagt, eure Ideen, eure Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Fotos schicken würdet von euren Stempeln. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr meinen Channel abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Tschüss!